So, 30.10.23, Flugplatz Lönnewitz bei Falkenberg. Ich war schon einmal hier, habe mich dazu aber entschlossen, die Aufnahme nicht zu veröffentlichen, weil, wie soll ich sagen, wenn ich in so ein Lost Place reingehe, muss ich mir einen Überblick verschaffen. Wie groß ist er? Schaffe ich das mit der Zeit? Ich war so 15, 16 Uhr hier. Und wenn das so ein Gebäude ist mit, sag mal, sehr individuellen Räumen, halbwegs individuellen, dann ist es auch kein Problem, wenn es ein bisschen mehr wird. Bei sowas hier, entkernte Blöcke, wo fast jede Wohnung gleich aussieht und jeder Raum, ist die Ausbeute für mich videotechnisch ziemlich gering. Also wahrscheinlich 8/10 davon werden rausgeschnitten. Das heißt, mal davon abgesehen, muss ich hier jeden Block, jede Bude, also jeden Aufgang, jede Wohnung, jeden Raum durchgehen und abfilmen. Und am Ende kann ich das behalten, was besonders war oder irgendwie interessant. Und das wird verschwindend gering sein. Um sowas zu bewältigen, brauche ich den ganzen Tag. Es ist jetzt 10 Uhr, 10.20 Uhr. Ich hoffe, dass ich so bis 18, 19 Uhr fertig bin oder zu kaputt, weil es sind verdammt viele Blöcke. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das erstmal an. Und gucken, wie weit wir kommen. Nicht wahr? Das war mein Quirl. 100 Jahre alt, ja. Das war mein Quirl. Ausgang. Zwei Aufgänge. Die Natur holt sich alles zurück. Wasser ist sehr mächtig. Macht irgendwo auch Beton kaputt. Puh. Ja, ja. Okay, da drin war eigentlich nichts, ne? Aber mir ist zu warm. Das heißt, ich muss mal diese Jacke ausziehen, dazu muss ich die GoPro abbauen, den Gurt beziehungsweise, deswegen mal hier mal Ende Part 1. Bisher war ja nicht viel zu sehen, ob ich überhaupt irgendwas jetzt reinmache in die Aufnahme, weiß ich noch nicht. Ende Part 1. So, beginnt Part 2. Aha. Hier waren wir gerade, hier gehen wir jetzt rein. Das kriege ich nicht durchbrochen. Das ist fixiert. Okay, naja, da wo nicht ist, ist nicht. Dann sei es so. Höher kann ich dann nicht. Ich will ja eh nichts aufbrechen. Mhm. Fliesentapete. Naja, zu Ostzeiten war es mit Fliesen teilweise ganz schön schwierig. Das hier war noch ein sowjetischer Stützpunkt dann irgendwann. Ach, hier dasselbe Problem.
Uiuiui. Na gut. Und zum nächsten Block. Das war auch der Block, wo auf der Giebelseite drauf stand, was wäre bloß aus mir geworden. Wo ich mir die Frage stelle, wer hat es rangeschrieben. Also im perfekten Areal. Es wären wohl kaum die Deutschen gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt wurde anders geschrieben. War noch altdeutsch. Die Sowjets erst recht nicht und danach ist nichts mehr passiert. Also wer hat das gemacht? Für das brauchst du eine Rüstung. Und so ein Scheiß. Ne? Oder muss sie abhängen von oben. Alles sehr merkwürdig. Hatte ich erwähnt, das weiß ich vorhin gar nicht, dass die Landebahn weggerissen wurde, komplett. Au! Nur noch die Blöcke übrig sind. Ja. Falls nicht, habe ich es jetzt gemacht. Das hat man Little Pripyat, hat man das auch. Die Natur holt sich alles zurück. Ich kann nicht fliehen, egal wo ich hingehe. Gut, so viel zum zweiten Block. Weiter geht's. Der dritte war das schon. Der dritte war es schon. Stimmt. Ja. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo das ist, was ich euch zeigen wollte. Was wäre wohl aus mir geworden? Wer schreibt das da hin? Es ist ein Areal, es ist nicht altdeutsch, es ist ganz klar nicht russisch. Aber nach den Sowjets gab es keine Nutzung mehr, soweit ich weiß. Sehr merkwürdig. Gut, als nächstes gehen wir hier in dem Block. Aber da der Akku schon bei 8% ist, schnell fallen, 3% jetzt in einer Minute. Die letzten Prozent sind manchmal ein bisschen lächerlich und ich jetzt in den dunklen Keller muss, der sehr glitschig ist, wo ich nicht einfach mal die Kamera Akkus wechseln kann, mache ich es jetzt. Das ist so mit Ende Akku 1 und Ende Part 2. Ja. So, Beginn Part 3 und Beginn zweiter Akku. Bevor wir jetzt, wie gesagt, da reingehen, erstmal, da lag doch irgendwo ein kleines Artefakt. Irgendwo lag hier so ein Schulranzen, das weiß ich noch. Letztes Mal lag noch einer hier. Der wäre ein cooles Motiv gewesen. Aber scheinbar nicht mehr. Oder ich habe die falsche Einfahrt. Wer weiß. Nun ja, gehen wir rein. Auf jeden Fall. Interessantes Motiv, nicht wahr? So, genau so ein Reinfall. So, das ist jetzt Block 5. Großer Heizkessel. Naja, muss alles mitnehmen, was so eben irgendwie halbwegs ja, sich lohnt anzuschauen. Sehenswert ist, so, das Wort habe ich gesucht.
Funkwerkstätten Bernburg. Ach, guck mal. Ein alter, naja, nennen wir es Kronleuchter. Oh! Interessant, oder? Die Kraft der Natur. Okay. Das ist jetzt die Frage, ne? Der Block da eigentlich als nächstes. Der da drüben. Building. Es geht VEB Stahl und Apparatebau. Was da draußen hat. Naja, hier vielleicht nicht, aber hier kann ich hoch. Okay, da geht's nicht rein. Ha! Hab einen Eingang gefunden.
Naja, so hoch sind die Blöcke ja nicht. Ach. Gute Zeit mit schönem Ausblick. Mit schönem Ausblick. So. Okay. 10%. Bevor ich in den Keller gehe, den nächsten Eingang, nutze ich diesen sauberen Ort hier, um den Akku zu wechseln. So. Ich glaube, das ist Ende Part 3. Ende Akku 2. Ja, genau. Beginn dritter Akku und vierter Part. Gott, hier sind schon 62. Na, ich bin eine Weile nicht auf Lostpistoon gegangen und diese kleinen GoPro-Akkus entladen sich von selber mit der Zeit. Okay. Hier haben Leute absichtlich Sachen angezündet. Hat hier einer genächtigt. Sieht ein bisschen so aus. Oh. Hier vermutlich wirklich. Oh. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich bin fertig. Ich gucke jetzt nochmal da. Mal wieder derselbe Scheiß. So, wir sind fertig. 11 Blöcke später. Man hat mal angefangen, 11, 1,5 Stunden war ich gut. Aber gut, es war auch nicht alles begehbar. Flugplatz Lönnewitz, Falkenberg. Ja, eigentlich eine herbe Enttäuschung. Also aus, was ist denn jetzt der dritte Akku? Der dritte Akku auf 21 Minuten, also sagen wir fast eine halbe. Ein Akku dauert eine Stunde. Also kannst du sagen, 2,5 Stunden Aufnahme. Was davon übrig ist, seht ihr ja selber. Das weiß ich jetzt schon, dass das nicht viel sein wird. Scheiße. Und wieder obligatorisch bin ich am rostigen Nagel hängen geblieben. Im letzten Block, wo ich war. Ey, wirklich. Oh nee, scheiß Wasser. Jetzt ist das auch noch kaputt gegangen, oder? Schauen wir mal. Kann ich es zudrehen? Nee. Klasse. Kann ich es gleich auskippen. Trinke noch einen Schluck, dann kippe ich es aus. Und schwimmt der Rucksack. Tja, so ist das, ne? Da gibt es Orte, die lohnen sich mehr. Aber ich habe das so ein bisschen vermutet gehabt. Ich hatte nur nicht gedacht, dass es tatsächlich so wenig zu sehen gibt in dem Boden. Also, dass wenigstens ein bisschen mehr an an persönlichen Gegenständen übrig geblieben ist. Haushaltsgeräte, irgendwas. Ja, naja, wenn es gleich habe, ja, Tetanus Blitze, ne? Alles gut. Ja. Und gleich desinfiziert, fertig. Toi, 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 bis heute. Immer nur Kratzer. Kratzer, Schrammen, so eine Sachen. Eigentlich alles super. Gut, damit war es das für heute. Allerdings ist noch Zeit. Ich überlege, ob ich mir noch in der Nähe was angucke. Ich habe da so einen Schrottbahnhof gesehen, aber da stand was von Öffnungszeiten. Nicht, dass das Privatbesitz, also dass man gar nicht hochkommt. Na, mal gucken. Ich will jetzt nicht
irgendwelche Erwartungen wecken. Gut, so viel vom Flugplatz und bis zum nächsten Mal.